I can never find what we felt inside. Red wine in your bed. So, nachdem es jetzt ein paar Tage eher richtig verschneit war, geht's endlich wieder mit dem Motorrad ein bisschen raus. Ich glaube, ich verlaufe mich da gerade. Und als Ziel habe ich mir für heute mal den Innen geschnappt, und zwar hier in Mühldorf. Da kam runter an die Innenschleifen, und wenn so wie heute der Wasserstand relativ tief ist, dann kann man auch so richtig schön runtergehen ins Flussbett. Man muss ein bisschen so aufpassen hier in den grauen Dünen, weil das Ganze so ein bisschen barzig und dann doch wieder recht trocken und rutschig ist. Ja, ich habe jetzt gar keine Lust, dass ich das Fazit aufnehme. Eigentlich bin ich hierher gekommen, um ein Fazit zum Alltagsfasten aufzunehmen. Aber es war jetzt so schön, dass ich jetzt direkt Bock hatte, einfach nur ein bisschen zu fotografieren. In der ganzen Vloggerei kommt das Fotografieren gefühlt so ein ganz klein bisschen zu kurz. Aber gut. Wo ist denn jetzt das Motorrad? Ich habe das Motorrad verschmissen. Na, da sehe ich es. Ist noch da. Gefühlt ist also mit der Vloggerei die Fotografiererei ein bisschen kürzer getreten im letzten Jahr. Und jetzt war ich so frei und habe mir gedacht, wisst ihr was? Jetzt mache ich mal einfach eine Runde nur fotografieren, ein bisschen Luft schnappen, und jetzt geht es dann auch wieder zurück. So, länger nichts von mir gehört, liegt aber daran, dass ich momentan zwei Projekte abschließen habe müssen. Und eins davon hat allein schon 6 Apps für den App Store und Play Store beinhaltet, also 3 für Android, 3 für iOS. Und da ist es jetzt langsam Zeit geworden, weil die Saison beginnt nämlich schon bald. Und so ein bisschen Vorlauf vor der Saison braucht man auch in der Landwirtschaft. Und es waren mal wieder Apps, die was mit der Landwirtschaft zu tun haben. Diesmal für die Firma Hansenhof, also die Hansenhof GmbH. Da habe ich gestern auch noch ein kleines YouTube-Video zu den Apps gemacht. Vor allem beim Play Store ja YouTube-Videos mit bei den Apps eingebunden werden können. Aber heute soll die Arbeit mal Arbeit sein. Heute ist der Geburtstag von meiner Frau. Die ist jetzt endlich wieder gleich alt wie ich. Also mit anderen Worten, ich habe mir eine jüngere Frau gesucht. Oh, guck mal, so schön die Sonne. Ja, und meine Frau. Kira, komm her! Meine Frau hat sich gewünscht, dass wir heute nochmal Skifahren und anschließend ein bisschen in die Sauna hüpfen. Allerdings extern in der Therme in die Sauna, nicht zu Hause. Und dem Wunsch gehe ich natürlich gerne nach. Habe mir also den heutigen Tag einfach mal freigenommen. Und weil ich heute nicht Skifahre, bleibt ein bisschen Zeit zum Vloggen dort vor Ort. Das werden wir dann auch machen. Deswegen habe ich die Kamera dabei. So, Kira können wir nicht mitnehmen. Vor allem, weil ich nicht weiß, wie das am Skilift dann ausgeht, wenn da die ganze Zeit Skifahrer vorbeidüsen. Also werde ich die jetzt schnell bei meiner Mutter in die Wohnung packen und dann lasse ich mich von Michaela abholen hier. Und dann geht's auf in Richtung Ruhpolding. Na, Kira. Okay, komm. Hol dich ab. In Ruhpolding sind wir schon mal angekommen. Ah, Sonne scheint wie die Sau. Es hat aber Minusgrade, ist also optimal zum Skifahren. Himmel ist blau und Schnee liegt definitiv genug. Wir haben gefühlt immer überall noch, also jetzt nicht auf der Piste, aber überall so knapp einen Meter Schnee. Was, glaube ich, für die Michaela heute top sein dürfte. Memories all I got, like an afterthought. What we felt and said, red wine in your bed. On the naked floor,
Wetter ist der absolute Hammer. Die Sonne scheint, es ist ja irgendwo kalt, aber mit ein bisschen Jacke und ein ganz klein bisschen Bewegung. Es ist echt gut auszuhalten. Ich habe schon ein paar mördertolle Fotos gemacht. Und die Leute schauen mich hier schon ganz blöd an beim Fotografieren. Jetzt bin ich gespannt, wenn ich noch ein bisschen vlog, wie sie mich dann angucken. Ich war jetzt gerade ein bisschen in der Innenstadt. Was heißt Innenstadt? Am Marktplatz von Ruhpolding. Und schauen wir mal, ob meine Frau noch lebt. Wir kommen jetzt gerade wieder zurück in Richtung Skischule und in Richtung Skilift. Und dann schauen wir mal, ob wir sie noch ein bisschen filmen können. Your chest, there I like it best. In this catacomb, where it feels like home. Und deine Videos, hä? You showed how you were mine. We left and took our time. So, Skifahren ist verstanden. Jetzt geht's auf in Richtung Sauna. Ein bisschen mehr mit den beiden, glaube ich, ganz gut.